Fünf Mythen in der Behandlung des diabetischen Fußulkus. Die falsche Einschätzung. Immer wieder erleben wir, dass bereits in Behandlung stehende Diabetiker mit einer Fußproblematik, insbesondere ausgeprägten Hyperkeratosen und nur kleinen vorhandenen Wundöffnungen, mit insuffizienten Methoden behandelt werden. Insbesondere wird der Ursache nicht auf den Grund gegangen. Großes Problem beim diabetischen Fußulkus ist eine vorhandene Infektion. Großes Problem ist auch, dass wir da tiefer auf den Grund gehen sollten, um zu wissen, ob es eine Knochenbeteiligung gibt. Das weiß ich nur, wenn ich die Hyperkeratose im Rahmen eines chirurgischen Debridements, also eine Entfernung der Hyperkeratose, durch einen Arzt durchführen lasse. Mythos Nummer 2: Es ist nichts mehr zu machen. Wir müssen amputieren. Immer wieder hören wir leider diese Aussage, die uns die Patienten, die zu uns in die Behandlung kommen, zuvor zu ihnen getätigt wurde. Aber es ist sehr oft etwas zu machen. Diese beiden Patienten sind das beste Beispiel dafür. Ihnen wurde gesagt, der Vorfuß muss amputiert werden. Mindestens der Vorfuß. Bei den Patienten auf der linken Seite sogar der gesamte Unterschenkel. Wir konnten aber durch eine gezielte multidisziplinäre Behandlung die beiden Beine erhalten. Auf der rechten Seite, den Patienten, werden Sie später in einem Fallbeispiel auch noch ausführlich beschrieben sehen. Zu den Kosten. Die Kosten für die Abheilung einer Wunde beim Diabetiker belaufen sich auf in etwa 7.700 Euro. Das sind die Kosten für eine gezielte Behandlung ohne operativen größeren Eingriff. Die Kosten für eine misslungene Behandlung und einer erfolgten Unterschenkelamputation belaufen sich im deutschsprachigen Raum auf in etwa 28.000 Euro. Das heißt, wenn ich mich nicht bemühe, in einem multidisziplinären Setting eine gute Therapie zu wählen oder die Patienten auch zu spät kommen, dann vervierfachen sich die Kosten. Hier haben wir noch keine Rehabilitationskosten, hier haben wir noch keine Folgeprobleme nach der Unterschenkelamputation einberechnet. Vierter Mythos, der Vorfußentlastungsschuh. Hier gibt es eine ganz eindeutige Empfehlung der International Working Group on the Diabetic Foot, nämlich Total Contact Casts oder nicht abnehmbare Entlastungsorthesen zu verwenden, um die Patienten wirklich komplett Druck zu entlasten. Ein Vorfußentlastungsschuh ist ein preisgünstiges und effektives Mittel zur Entlastung des Vorfußes. Er ist aber für den Patienten mit einem diabetischen Fußsyndrom und einer Wundproblematik aber häufig nicht in der Lage, genau diese Entlastung sicherzustellen. Problem ist die gestörte Tiefensensibilität durch das diabetische Fußsyndrom, durch die Polyneuropathie. Fünfter Mythos: Kein Schmerz, kein Problem. Ich habe keine Schmerzen, es ist kein Problem. Aufgrund der diabetischen Polyneuropathie kommt es zum Verlust des schützenden Schmerzgefühls. Der Schmerz ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Er schützt uns vor weiterer Zerstörung oder Schädigung unseres Körpers. Ein Problem ist, wenn die Menschen den Schmerz nicht spüren, dann achten sie oftmals auf Druckprobleme nicht. Wenn Sie solche ausgeprägten Hyperkeratosen, wie zum Beispiel auf diesem Bild ersichtlich, würden Sie als gesunder Mensch einen großen Schmerz erleiden. Das Schutzgefühl würde Ihnen sagen: Zieh dir diesen Schuh aus und nimm dir einen neuen Schuh. Kaufe dir einen neuen Schuh, der dir besser passt. Aber das macht der Diabetiker mit einer gestörten Sensibilität und Sensorik nicht mehr. Er muss ganz bewusst darauf achten, dass kein Druckproblem entsteht. Im Rahmen der diabetischen Fußerkrankung kann es auch noch zu einer Gefäßproblematik kommen. Circa die Hälfte der Diabetiker mit einer diabetischen Fußerkrankung entwickeln im Laufe des Lebens auch eine sogenannte Angiopathie. Man nennt sie auch periphere arterielle Verschlusskrankheit. Ein typisches Zeichen der PAVK ist da vor allem nächtliche Ruheschmerz und der ist dann oftmals nicht vorhanden. Das ist im ersten Moment gut, aber langfristig natürlich schlecht.
weil der Patient eine schlechte Durchblutungsstörung hat, eine gestörte Nervenleitung, er spürt nichts, hat eine schlechte Durchblutung und Probleme, insbesondere die Entstehung von Wunden, sind einfach schon vorprogrammiert.